So, jetzt kontrollieren wir noch das letzte Volk vom Rapsfeld. Das ist das orangene Volk. Jetzt schauen wir wieder in den Honigraum nach. Ein bisschen rauf. Oh ja, hier ist wieder was eingetragen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Einmal aus der Mitte herausgegriffen. Einmal vom Rand herausgegriffen. Hier ist etwas eingetragen. Auch nicht so viel. Aber hier können wir heute den zweiten Honigraum dazugeben. Weiter mit der Völkerkontrolle. Ich schaue nochmal, ob die Kamera richtig steht. Das sehen würde. Ja. Wenn es was Wichtiges ist, hole ich euch wieder ran, beziehungsweise komme nahe zu euch. Auch hier hatten wir 2, 4, 6, 2 neue Mittelwände gegeben zum Ausbauen. Immer zuerst das Sheet. Kontrolle, keine Königin drauf, das ist gut. Schauen wir mal, wie weit sie mit dem Ausbau sind. Ich glaube, wir hatten eine angefangene gegeben. Genau. Hier wird, das war die Mittelwand, die wir gegeben hatten. Die schon fertig ausgebaut war, wie man hier schön sehen kann. Da sind auch überall Stifte drin, Maden. Ich muss sie mal ein bisschen weg, ihr seht das. Auf beiden Seiten voll bestiftet, ein Stift mittig stehend. Sollten die Stifte mal anders liegen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit der Königin nicht stimmt. Sollten mal zwei hervorkommen. Ist sehr wahrscheinlich, dass was mit der Königin nicht stimmt. Wie gesagt, das war die Mittelwand. Die wird so langsam wieder ausgebaut. Hier kann man sehen, hier unten ist nichts ausgebaut. Und hier oben beginnen sie so langsam in die Tiefe zu bauen. Oben war Futter vorhanden. Frisch eingetragener Nektar. Hier unten ist auch noch Futter drauf. Pollen drauf. Der wird dann später entfernt, damit die Königin mehr Platz hat zum Bauen. Aber wir schauen erstmal, wie weit das Brutfeld ist. Jetzt gucke ich nur die Futtervorrat nach. Oben ist eingetragen. Jetzt können die sie eigentlich raus. Ja, hier ist nur noch Futter drin. Und die Bienen, die bevorzugen natürlich Unverdeckelten. Das heißt, wenn denen jetzt Hunger, wenn sie Hunger bekommen, würden sie zuerst oben aus dem Honigraum rausnehmen, bevor sie unten das Verdeckelte öffnen. Das ist so meine Meinung. Die habe ich natürlich nicht alleine getroffen. Ich habe einen ganz lieben Kollegen, Heinz, der immer mit Rat und Tat beiseite steht. Mein Imkervater Ralf ist auch immer dabei. Hilft mir, soweit er kann. Schönen Gruß an euch zwei. Das ist ein Drohnenrähmchen, das ist noch das alte Format.
Und auch dieses hier ist komplett voll. Ich gucke jetzt nur eben, ob die Königin drauf ist. Aber da das hier alles ausgebaut ist, sollte die Königin nicht drauf sein. So dass wir dieses auch wieder abklopfen. Und die Drohnen entfernen. Das Ganze nicht in der Natur entsorgen. All das würde dazu beitragen, die amerikanische Faulbrut wieder zu verbreiten. Ihnen sollen nach Möglichkeit immer nur das, den Honig essen, den sie selber eintragen. Hier mit den drohenden Kittchen. Jetzt gerade. So. Den habe ich leer geschnitten. Die Bienen machen das wieder sauber und bauen neu weiter. Fangen wieder an, haben wieder mehr zu tun und sind weniger schwarmlustig. So, weiter geht's, weiter geht's. Auch hier Brutfelder werden immer größer bei dem Schwachen. Hier kann man schon gar nicht mehr sagen, dass es schwach ist. Eher ein normales Volk. Gucken, dass keine Weisezellen vorhanden sind. Auch hier überall Stifte vorhanden. Ganz wichtig immer. Hier kann man auch alles sehen. Brutfeld. Ups. Sehr schön. Und hier sind auch die Stifte zwischen den Brutfeldern, das heißt, die Königin ist fleißig unterwegs. Wie gesagt, hier gebe ich ja gleich noch den Honigbaum drauf. Das andere Volk braucht bestimmt noch eine Woche, so dass ich drei normal starke Völker habe. Ja, hier sind überall Maden. Pollen, der gelbe Pollen ist überall drin. Das Ganze sieht auf beiden Seiten so aus. Hier ist nochmal so ein Spielnäpfchen. Das Ding ist innen blank, blitzeblank. Ich muss mir nochmal nachlesen, warum die genau das machen. Aber das ist wahrscheinlich eher so Spielnäpfchen halt. Wir wissen nicht, was wir daraus machen sollen. Machen wir eine Weisezelle? Nein. Machen wir eine Drohnenzelle? Nein. Machen wir eine Arbeiterinzelle? Nö. Irgendwie sowas. Hier ist der Futterkranz vorhanden. Hier sind so ein, zwei Tage alte Maden. Und wo ist sie? Könnt ihr sie sehen? Dort rennt die Königin an der Spitze vom Stockmeißel auf der Suche nach freien Plätzen, wo sie ihre Stifte reinsetzen kann. Ja, ich hole das mal näher. Noch näher. Die mit dem gelben Punkt auf dem Rücken. Die Bienen, die vermeintlich gelbe Punkte an den Beinen haben,
Das sind die vollen Höschen. Wie gesagt, wir stehen hier direkt im Rapsfeld. Und jetzt werden wahrscheinlich alles Rapspollen sein, weil die haben eine gelbe Blüte. Hier war die Königin auch schon drüber. Hier sind auch schon wieder alle Plätze belegt mit Stiften. Ganz auf beiden Seiten. Und zur letzten. Hier ist wieder nur eingetragener Pollen. Auch überwiegend Pollen, ein kleines Brutnest an der Seite. Sehr schön. Wir schieben das Ganze wieder zurück. Immer mit Vorsicht. Wir wollen ja keine Bienen zerquetschen. Wir wollen auch nicht, dass die Königin zerquetscht wird. Immer 5 mm Platz lassen. Wenn die Bienen leicht angetätscht, haben wir aber noch genügend Zeit und Platz rauszukommen, bevor wir weiterschieben. So, die beiden müssen wieder dazu. Der war ja der ausgebaute. Das war die Mittelwand, die noch nicht ganz fertig ausgebaut war. Hier war noch Futter drin. Das lassen wir den noch drin. Setzen wir das Schiff wieder ein. Spanngurt. Immer schön langsam und behutsam. Die Bienen haben wegzulaufen. Das Ganze sollte, wie gesagt, einfach einzusetzen sein, nicht mit Gewalt. Manchmal muss man ein bisschen mehr drücken. Aber in der Regel flutscht es von alleine. Wir ziehen das Absperrgitter so einen Zentimeter vom Rand rüber, damit die Bienen, die da runter sind, nicht gequetscht werden. Halten das kurz fest, dass die Bienen noch Platz haben, um wegzukriegen. Wie man sehen kann, Platz ist noch vorhanden, die Bienen bewegen sich. Die ein oder andere sind zwar auf der Kante. Wir bekommen von mir jetzt einen leeren, aber ausgebauten Honigbaum unten drunter. Ja. Dass sie Platz haben, um den Nektar einzusammeln. Die alten kommen wieder drauf. Und wir sind schon wieder fertig für heute mit dem Rapsfeld. Meinen drei Völkern am Rapsfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal.